Menschen, die einerseits Größenwahnsinnige und in anderer Form kleinlaute, narzisstische Störungen äußert sich in folgenden Symptomen, und ich wiederhole es nochmal: Habsucht, Herrschsucht und Geltungssucht, Bestechlichkeit und andererseits kritikloses Mitläufertum und passive Konsumentenmentalität ruinieren jeglichen Ansatz zu einer vernünftigen Gesellschaftspolitik, ruinieren Parteineugründungen und ruinieren auch Bewegungen. Eine zentrale Rolle bei diesem gesamtgesellschaftlichen Desaster spielt dabei die Kritikunfähigkeit im doppelten Sinne, der Kampf gegen Kritiker und demgegenüber auch die Angst davor, Kritik offen zu äußern. Dies wird kompliziert durch den Umstand, dass es tatsächlich auch einerseits die wohlwollende, konstruktive Kritik gibt, aber auch die böswillige, destruktive Kritik. Weil wir in der Kindheit oft solche Sprüche gehört haben wie du machst, was ich sage, sonst fliegst du raus. Weil wir in der Regel die bedingungslose Liebe von psychisch ausgeglichenen Eltern nie ganz und gar erlebt und erfahren haben, die der eigentliche Grund für gesundes Selbstvertrauen ist. Diese bedingungslose Liebe, die uns zur bedingungslosen Selbstakzeptanz gebracht hätte, erleben wir leicht beide eigentlich ganz verschiedenen Formen von Kritik gleichermaßen als Angriff. In gewisser Weise fehlt uns der Großmut und die Großherzigkeit für Kritik. Wir erleben Kritik leicht als Versuch, unsere mühsam aufgetürmte Grandiosität zum Einsturz zu bringen oder als Versuch, auf unseren Schwächen auch noch herumzutrampeln. Und so wird der Kritiker überall bekämpft, zum Beispiel als Abtrünniger auf der einen Seite und zum Beispiel als Spalter auf der anderen Seite. Wenn man bei dem Thema übrigens mal logisch denkt, ist genau genommen eigentlich schon jeder, der links oder rechts ist, ein Spalter. Einfach mal drüber nachdenken. Und Fragmentierungen innerhalb von größeren Gruppen gibt es sowieso immer, unterschiedliche Fraktionen, das ist natürlich, aber ohne Diskurs gibt es nur den Dogmatismus der Dominierenden und infolgedessen Stillstand. Und dann entwickeln sich die Dinge nicht, sondern drehen sich im Kreis um sich selbst wie kollektivistische Systeme. Eine tatsächliche Basisdemokratie kann man eigentlich nirgendwo beobachten und deshalb überzeugt diese auch nicht sonderlich als Lippenbekenntnis. Die große Debatte auf Augenhöhe fehlt, wird nicht praktiziert, ist nicht sichtbar mit inbegriffen. Eine richtige basisdemokratische Debatte kommt nicht in Gang und eine gesamtgesellschaftliche Debatte damit erst recht nicht. Wir haben mit dem Internet längst die Mittel für eine permanente Volksversammlung, aber eigentlich wollen wir gar nicht mit den anderen reden, viel lieber wollen wir gemeinsam über die anderen herziehen und über sie ablästern. Kritik nehmen wir nicht ernst, wir wollen uns nicht zu den anderen stellen, sondern wir wollen uns über die anderen stellen, uns über sie erheben. Oder wenigstens dabei unauffällig ein bisschen mitmachen. Das ist eben die narzisstische Tendenz. Die viel mächtigeren Narzissten profitieren von dieser eigentlichen Spaltung, der Spaltung des Ganzen und der unweigerlich resultierenden gegenseitigen Blockade.